Ich habe ja hier aber noch eine Quest, sehe ich gerade. Vereitelte Invasion. Dann wollen wir da mal hochfahren. Ebene 2. Boah, leck mich, hier sind schon wieder auf Republikaner. Ha! Da ist der Dude, den ich klatschen muss. Oder? Nee. Schade. Hätte so einfach sein können. Hätte Fahrradkette. Der war tot. So. Da hinten, also klatschen wir den ja. Die Flotte mag verloren sein, aber mein Padawan und ich können die Imperialen aufhalten, während ihr euch neu formiert. Nein, ihr habt euer Schiff und wir haben selbst ein paar. Ich will, dass ihr alle, die nicht am Kampf beteiligt sind, und die Verletzten von Balmora fortbringt. Nachdem die Sache hier erledigt ist. Ihr seid verdammt zäh. Wisst ihr das? Wenn wir es von Anfang an mit Reden versucht hätten, würden wir vielleicht nicht in diesem Schlamassel stecken. Wir werden es nie erfahren. Ich habe Jedi, die mich unterstützen. Und die beste Rüstung, die die Balmoranische Waffenfabrik jemals erschaffen hat. Ignoriert die Kratzer. Wir können eure Flucht decken. Nein. Sehen wir lieber, was ein alter Mann für seine Truppen tun kann. Sterben. Bleib hier! Ein guter Kampf. Ihr habt... Nun, ihr habt etwas, das ich nicht mehr habe. Ein Treffer mit meinem Lichtschwert und er sinkt als Leiche zu Boden. Das ist mir klar. Bitte wartet. Ich weiß, wie gern das Imperium die Beteiligung der Republik auf Balmora enthüllen möchte. Und zwar öffentlich. Ich kann die Wahrheit über die Invasion gestehen, wenn ihr meinen Leuten helft. Tote Jedi, republikanische Transporter. Schon bevor ich zur Fabrik kam, bin ich republikanischen Kommandos begegnet. Wozu brauche ich da euer Geständnis? Weil ihr die Wahrheit kennt, aber der Rest der Galaxis nicht. Und sie werden mir eher glauben als euch. Lasst die Balmoraner und alle am Kampf Unbeteiligten gehen. Behandelt die republikanischen Soldaten fair, als Kriegsgefangene. Helft ihnen. Und ich werde allen sagen, dass wir den Vertrag gebrochen haben. Ihr seid nicht in der Position, einen Handel vorzuschlagen. Aber genau das wolltet ihr doch.
Wieso? Das werdet ihr euch nicht lange fragen müssen. Ja. Trupp 815. Darth Lakris hat uns geschickt, um eure Position zu verstärken. Der Großmarschall ist tot. Wir sind hier fertig. Verstanden. In der ganzen Fabrik wird gekämpft, aber es sieht nach einem Sieg aus. Die Befehle lauten, sich beim Außenposten zu sammeln, wenn ihr könnt. Ja, und wieder zwei Jedi getötet. Wo muss ich jetzt hin? Zum Fast-Duell. Was ich ein bisschen vermisse, ist der Doppelsprung. Na, bei Star Wars Jedi Academy und die ganzen Vorgänger hatte man wenigstens noch den Doppelsprung. Hier ist gar nichts. Ist ein bisschen lame. Ich will einfach nur raus. Hä? Stopp mal. Doch, ich war richtig. Auf mich! Ich bin jetzt einfach den Fahrstuhl runtergesprungen. Wer soll denn auf dich warten? Ich dachte, da wäre ihn auf dem Fahrstuhl gewesen. Oh nee. Jetzt muss ich hier wieder überall kämpfen. Mann, ich will nicht immer kämpfen. Es nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Aber hier sind irgendwie übelst viele auf dem Planeten. Sehe ich gerade. 36. Bei mir sind 63. Ja, nur ja. 63 online und auf dem Planeten allgemein sind aber übelst viele, vor allem gerade in der Waffenfabrik. Weil ihr rennt immer mehr in die Fabrik rein. Was ist los? Ist da vielleicht gerade ein Event? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin der Einzige, der gerade hier rausrennt.
Bei mir ist echt gar keiner. Dann hast du es gut. Ich fahre jetzt sowieso erstmal hier die Ene-Quest abgeben. Ich hoffe mal, das war's jetzt mit der Nebenhauptquest. Und hast du die Haupt schon? Da muss ich noch den Jedi abfangen. Ich habe mir aus Versehen so eine Nebenquest-Reihe anquatschen lassen. Ich dachte, das wäre eine einzelne Nebenquest. Wie ist denn die? Kann ich gerade schlecht nachschauen, Whitewood. L. Die heißt. Wo ist es denn? Kehre zur Front zurück. Die habe ich schon mal gemacht. Ich habe mich einfach nur verdrückt. Ja, Front, da bin ich gerade. Aber das ist bei mir keine Hauptquest. Nee, ich flatter Riedatsch hier gerade rum. Also. Schaltet die Energiekupplungen von Geschütz Alpha und Theta aus. Was ist eigentlich Theta für ein Buchstabe? Alpha, Beta, Gamma, Delta. Soweit kann ich auch. Und dann? Ich weiß, es gab noch Epsilon. Ja, Omega kenne ich noch. Omega. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omega. Warte mal, wie groß ist ein Tetrapack? Keine Ahnung. Kannst Fragen stellen. Hey, kennst du nicht diese Bezeichnung Tetrapack? Ich glaube, das sind 6. Diese Trinkpäckchen. Ja. Ja, ich höre. Das sind immer 6. Also. Da gibt's auch welche mit 8. Ja, aber die heißen dann nicht mehr Tetra. Na doch, das sind dann auch Tetra-Packs, weil das Tetra-Pack ist das einzelne Trinkpäckchen. Schade. Ich dachte, mit 6 hätte man das ableiten können. Nee, weil es gibt auch Tetra-Packs in 8er-Päckchen. Das weiß ich ja, weil ich das ab und an mal für die Kinder hole. Darth Lakris. Großmarschall Chaketa ist besiegt und die Balmoranische Waffenfabrik ist gefallen. Ihr riecht nach Rauch und Blut. Ich möchte euch etwas zeigen. Im Namen des Senats und des obersten Kanzleramts verdamme ich ausdrücklich die Aktionen dieser abtrünnigen Soldaten auf Balmora. Sie haben ohne jegliche Unterstützung der Republik imperiale Ziele angegriffen. Der Senat schätzt den Friedensvertrag mit dem Imperium. Wie beschämend für den Senat, seine eigenen Leute im Stich zu lassen. Inzwischen hat der imperiale Geheimdienst damit begonnen, unsere Gefangenen zu verhören. Ich übergebe die Jedi an Darth Maar, um zu sehen, ob sie bekehrt werden können. Ich weiß, dass ihr Beweise für die Beteiligung der Republik wolltet. Aber ihr scheint mir nicht allzu enttäuscht zu sein. Ihr habt mir etwas gegeben, das genauso gut ist. Ich sammle Truppen für die Säuberung der Balmoranischen Waffenfabrik. Ich werde sie zu meiner Operationsbasis auf diesem Planeten machen. Ohne euch hätte ich wahrlich einen anderen Stand. Habt meinen Dank für eure Unterstützung. Dieser Planet ist erst der Anfang. Es müssen noch weitere Gegner besiegt und erobert werden. Ihr werdet es unter den Sith weit bringen. Da bin ich mir sicher. Jetzt sollte ich mich wieder dem Regieren widmen. Es gibt neue Berichte von Widerstandsaktivitäten. Solltet ihr euch entscheiden, auf Balmora zu bleiben, werde ich euch vielleicht schon bald wieder kontaktieren. Oh mein Gott. Yay, die Nebenhauptquest ist fertig. Jetzt kann ich den Jedi suchen gehen. Apropos, was wolltest du wissen, was Tetra ist? Ja. Nee. Theta. Nicht Tetra, sondern Theta. Theta. T-H-E-T-A. Extra? Theta? Bedeutung. Das weiß ich leider nicht.
Ist das ein. Das ist doch griechisch. Nee, nicht griechisch. Es sind doch griechische Buchstaben, sind das. Alexa? Griechischer Buchstabe Theta. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ey, das ist doch bescheuert, ey. Ich google einfach mal nach der Aufnahme. Apropos, weil du sagst Google. Ja, es sind bei einer Viertelstunde, dann schaffe ich die letzte Mission später nur noch. Wo haben wir denn Google? Nein, ich will jetzt nicht wissen, wer streamt. hier. Griechischer Buchstabe Theta. Laut Wikipedia, das Theta ist der 8. Buchstabe des griechischen Alphabets und hat nach dem milesischen System den Zahlwert 9. Was? Es ist der 8. Buchstabe im griechischen Alphabet und hat den Zahlenwert 9. Hätte ich jetzt nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Allein, wieso nennt man das eine Alpha-Geschütz und das andere Theta-Geschütz anstelle Alpha- und Beta-Geschütz, oder? Egal. Keine Ahnung, vielleicht weil bei ihm Geschütz nur einer gebraucht wird und beim anderen neun oder so. Aber warum weiß Google das, aber die dämliche Alexa nicht? Weil die das nicht verstanden hat. Weil die dumm ist. Zu das ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute bestätigt. Aber ich hätte das jetzt nicht gewusst. Ich ja auch nicht, sonst hätte ich dich ja nicht gefragt. Trotz dass ich so lange in der Schule war. Ich sag mal so, ich war länger in der Schule und bin noch in der Schule. Naja, ich war 9 Jahre in der Schule, 1 Jahr im BVJ, 2 Jahre in der Ausbildung. Ne, stopp. 9 Jahre in der Schule, 1 Jahr BVJ, dann BBE und dann 2 Jahre Ausbildung. Also 13 Jahre kann man sagen, habe ich im Grunde Schule gemacht, weil Ausbildung ist ja zum Teil mit Schule. Ich habe 12 Jahre Schule und beginne dann erst meine Ausbildung. Trotzdem. Hängen geblieben ist nix, oder wie? Nö. Ich glaube, wenn man das Theta gar kein Buchstabe ist, den man häufig bzw. jemals verwendet. Ja, also ich werde den nie gebrauchen. Ich werde auch nie, falls ich irgendwann mal wieder eine Frau habe und Kinder, mein Kind Theta nennen. Das hört sich an wie Katheta. Hat das jemand mal? Oder wie kommst du jetzt darauf? Also wenn ich mir so die ganzen Prominenten angucke, wie die ihre Kinder manchmal nennen, da fasse ich mir auch an den Kopf. Na gut, das ist für auch was anderes, weil deren Kinder tun mir echt leid. Ja. Die müssen immer was Neues, immer was Besonderes sein. Ja, das sowieso. Hä? Hier bin ich doch richtig, ja. Boah, ey, leckt mich. Ich hab keinen Bock, mich mit euch anzulegen. Das ist Sith-Krieger für andere Spieler, bla bla bla. Aufzug zum Hangar 61. Ja. Warte, bin ich jetzt überhaupt richtig? Oder ist das mein Raumschiff? Verlässt da jemand den Planeten? Oh. Ah. Nee, Jedi. Ihr kommt zu spät, Sith. Ich habe das Gespräch zwischen euch und Commander Rylon bereits an den Hohen Rat der Jedi übermittelt. Nomen Carr hat jetzt seinen Beweis. Jetzt werden Meister Carr und sein Padawan jeden einzelnen Sith-Agenten in der Galaxis aufspüren und enttarnen. Sie werden auf Schritt und Tritt gejagt werden, dass ihr es nur wisst. Ihr steht auf verlorenem Posten, Sith. Meine Beweggründe sind lauter. Ich suche weder Abenteuer noch Befriedigung. Und im Gegensatz zu euch bin ich völlig ruhig. Im Gegensatz zu mir seid ihr bald tot. Wenn ihr euch weiter so aggressiv gebärdet, werde ich euch niederstrecken müssen. Die dunkle Seite wird euch enttäuschen, Sith.
Rettet euch. Wenn ihr euch ergebt, wird der Hohe Rat der Jedi euch jede Gelegenheit geben, eure Fehler wieder gut zu machen. Spart euch euren Atem, Jedi. Ihr werdet ihn noch brauchen. Wenn ihr mich angreift, töte ich euch. Soll ich jetzt Angst haben? Euer Sieg bedeutet gar nichts. Er nützt euch jetzt nichts mehr. Der Beweis wurde bereits übermittelt. Versetzt mir also ruhig den Todesstoß, Sith. Ich scheide in Frieden, denn ich weiß, dass ich dem höheren Wohl dienen konnte. Ich sag's euch wirklich ungern, Jedi. Ach was denn, ich genieße es. Ich habe eure Übertragung abgefangen. Die Jedi haben nichts davon mitbekommen. Ihr habt auf ganzer Linie versagt. Wie fühlt ihr euch jetzt? Freut euch nur. Das ist völlig bedeutungslos. Ich bin immer noch im Frieden mit mir selbst. Nomen Kar und sein Padawan werden euch trotzdem besiegen. Wie heißt Nomen Kars Padawan? Ich werde ihre Identität niemals preisgeben. Ich ergebe mich meinem Schicksal. Streckt mich nieder. Ich werde mich nicht mehr wehren. Wenn ihr unbedingt sterben wollt, soll mir das recht sein. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Wie seltsam. Sie hat einfach die Augen geschlossen und den Tod hingenommen. Da hat es ja fast keinen Spaß gemacht, sie zu töten. Egal, die Bedrohung ist nun ausgelöscht. Lord Barras will bestimmt gleich erfahren, was hier geschehen ist. Sobald ihr bereit seid, kontaktiere ich ihn von meinem Büro aus. Ich möchte endlich runter von diesem Planeten. Ausgezeichnet. Ich werde die Vorbereitungen treffen. Ich warte in meinem Büro in der Kaserne. Ja, da. Und der nächste geht tot. Und ich darf wieder zurück zur Kaserne. Oh, endlich. Ich habe neue Fähigkeiten zum Lernen. Wurde ab auch Zeit. Also passiv. Schade. Jetzt muss ich ja mit meinem Kackmeister reden. Das steht mir nicht zu, Lord Barras. Ich überlasse es eurem Schüler, das zu übermitteln. Dann tretet beiseite, Lieutenant. Wie schön, dass du dich zu uns gesellst. Quinn weigert sich, mir zu berichten und will dir das Privileg überlassen. Ich nehme an, die Jedi-Ermittlerin wurde aufgehalten. Sie ist tot, Meister. Das ist eine Erleichterung. Ich hatte gehofft, eine Konfrontation mit der Jedi-Ermittlerin zu vermeiden. Aber wir waren dazu gezwungen. Hauptsache, Rylon kann nicht mehr enttarnt werden. Und wie würdest du Lieutenant Quinns Beitrag beurteilen? Er hat seinen Teil beigetragen. Lieutenant, ungeachtet des Verhaltens meines Schülers war ich beeindruckt von eurer Leistung.
Ihr habt mehr als wiedergut gemacht, was ihr mir geschuldet habt. Ich ernenne euch zum Captain und übertrage einen Befehl, der es euch ermöglicht, stationiert zu werden, wo es euch beliebt. Ihr könnt wegtreten. Ich danke euch, Lord Barras. Wenn meine Handlungen dem Imperium dienen, dienen sie mir. Ich hätte auch ohne unsere Vergangenheit dasselbe getan. Bevor ich gehe, es war mir eine große Ehre, euch zu dienen. Ihr seid das Konzentrat dessen, wofür das Imperium steht. Wie schön, dass ihr es bemerkt, Quinn. Auf dass wir uns wiedersehen. Ich salutiere euch. Er wird alle Hände voll zu tun haben. Es gibt mächtige Imperiale, die darauf aus sind, ihn unten zu halten. Doch wenn Quinn sie überwinden und die Stellung einnehmen kann, die er verdient, besteht gute Hoffnung für unsere imperialen Verbündeten. Können wir uns wieder um unsere Angelegenheiten kümmern? Ganz recht. Quinns Angelegenheiten sind nicht von Bedeutung für uns. Deine Anwesenheit auf Balmora ist nicht mehr erforderlich. Kehre zu deinem Schiff zurück, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Ich werde dich dort kontaktieren. Wir brechen also auf, ja? Auf zu unserer nächsten Übung in Herrschaft und Zerstörung? Herrschaft und Zerstörung sind meine liebsten Beschäftigungen. Es ist schön, wenn man genießen kann, worin man gut ist. Nun, hoffentlich hat der nächste Ort, an den wir gehen, einen Strand. Ich habe gerade eine Meldung bekommen, Dark Rover spielt Star Wars. Was? Ja, ich habe gerade eben erst die Meldung erhalten. Aber ich bin endlich... Star Wars gerade beendet. Weil ich kann immer noch nie mein Schiff. Weißt du, was mir da geholfen hat? Das hatte ich auf der hellen Seite, wo ich Ostkring gespielt habe, einfach nur reloggen. Ja, mach ich gerade. Aber ich bin jetzt hier sowieso auf dem Planeten. Auf dem Planeten fertig. Folge ist auch lang genug. Ich denke mal, dann in der nächsten Folge werde ich den Planeten verlassen. Verpiss dich mit dir, quatsch ich nicht, du hast wieder Quests für mich. Ab nach Nashada. Aber erst in der nächsten Folge dann. Mhm. Habe ich irgendein Geschenk für meine Mitläuferin? Mittlerer Einfluss hier. Schon besser. Ah, und erstmal Levelaufstieg. Schön. Dann gucken wir nochmal ganz kurz hier rein. Euer Geld ist uns immer willkommen. So, das einmal da. Kann ich jetzt in mein ach so geliebtes Schiff rein? Danke! Ich muss ja echt reloggen. Das hab ich schon. Das hab ich noch nicht. Das hab ich noch nicht. Das hab ich schon. Das hab ich schon fertig. Beehrt uns bald wieder. Hier, du kannst das eine Zeug gern haben, Alter. Das will ich nicht. Gegenstand Stufe 18 beinhaltet Credits. Beehrt uns bald wieder. Keine Ahnung, wie viel habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber auch das Abonnenten erhalten 500 kostenlose irgendwas Münzen pro Monat. Kartellmünzen. Naja, womit du dir das Pay-to-Win-Zeug holen kannst. Das brauche ich nicht. Oh. Ich hoffe, ihr findet meine Anwesenheit hier nicht störend. Ich bitte um eine Audienz. Ihr seid jederzeit willkommen, Quinn. Es freut mich, das zu hören.
Wie ihr wisst, hat Lord Barras ermöglicht, dass ich dort eingesetzt werde, wo ich möchte. Das ist eine Entwicklung, die ich ersehnt habe, aber nicht erwartet hätte. Euch bei eurer Mission auf diesem Planeten zu helfen, hat meinen Ehrgeiz wiedererweckt, mit dem ich meine Karriere begonnen habe. Einen möglichst tiefgreifenden Einfluss auf das Imperium zu haben. Wir teilen diesen Wunsch, Captain. Das habe ich auch so verspürt. Mir fällt keine glorreichere und ehrenwertere Art ein, die Galaxis zu verändern, als euch zu dienen. Ich bin hier, um mich euch zu verpflichten. Ich bin willens und bereit, jeden Dienst zu tun, den ihr als passend erachtet. Was genau könnt ihr, Captain? Wen kümmert es schon, was er kann? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Manche Dinge kannst nur du für mich erledigen, Vett. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, werde ich mich sicher als würdig erweisen. Ich bin ein ausgezeichneter Pilot, Militärstratege und ein tödlicher Schütze. Ich kann dieses Schiff fliegen, eure Schlachten planen, eure Gegner einschätzen und töten. Einen unermüdlicheren und loyaleren Gefolgsmann werdet ihr nicht finden. Ich widme mein militärisches Können und meine ganze Kraft eurer Sache. Ich hätte euch gerne bei mir, Quinn. Das Vergnügen ist auf meiner Seite. Danke. Ich werde meine Unterlagen vorlegen, sobald wir abreisen. Wow. Ich hab einen neuen Gefährten. Wie viele Gefährten hast du derzeit? Einen. Ich hab... Warte, jetzt muss ich gerade selber gucken. Drei. Den Typsi jetzt aus der Hauptmission, die Vett und den Roboter da aus dem Raumschiff. Da habe ich jetzt drei Begleiter, wow. Naja. Der kriegt erstmal ein paar Geschenke, würde ich sagen. Ich bin überwältigt. Oh, alles, fast alles großer Einfluss. Ich bin überwältigt. Welch eine Ehre, mein Sith Lord. Gefährteneinfluss gestiegen, bla bla bla. So. Dann erstmal ab aufs Schiffel. Ja, ich habe das gleiche Problem. Dass ich nicht aufs Schiff komme. Och nee. Muss ich rauscutten. Was musst du rauscutten? Den Login. Man hört im Hintergrund leicht die Musik. Ach so, damit Dingsbums wird. Mhm. Haut er ernsthaft ohne mich ab. Ach, du bist doch auf dem Planeten? Ich dachte, du bist schon runter, weil du die Quest fertig hattest. Ja, trotzdem habe ich auf dich gewartet. Ach so, na, ich bin eben nur... Nein, jetzt geh raus. Ich mach sowieso eine... Ich werde mich jetzt hier sowieso auslocken, weil Aufnahme ist 34 Minuten lang. Ich will nur noch kurz gucken, wo sich der Typ sie versteckt hat. Heil den Imperator. Was? Und was noch wichtiger ist, heil ihn. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, my love is a fire.